Ja, also kurz gesagt ist Supply Chain Management die integrierte, prozessorientierte Planung und Steuerung von Waren, Informations- und Geldflüssen über die komplette Wertschöpfung und Lieferkette hinweg, also vom Kunden bis zum Rohstofflieferanten. Und es lässt sich in drei Schritte einteilen. Man kann sagen, es gibt den Produktionsablauf, den Informationsfluss und den Finanzfluss. Der Produktionsablauf befasst sich mit den Beförderungen von Waren eben vom Lieferanten zum Kunden und auch umgekehrt, wenn der Kunde irgendwas zurückgibt. Der Informationsfluss werden die Aufträge und die Informationen, die dazu benötigt werden, eben weitergegeben über die komplette Lieferkette, also von Lieferant zu Lieferant. Und der Finanzablauf ist eben der ganze Geldfluss, die ganzen Zahlungen, die da fließen. Und es stellt sich halt auch die Frage, ob überhaupt Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwischen Supply Chain Management und Logistik bestehen oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Und man kann ganz klar sagen, ja, es gibt schon Unterschiede, aber natürlich auch viele Gemeinsamkeiten. Früher hat man oft gesagt, dass das beides dasselbe ist und wurde als Synonym verwendet. Und Supply Chain Management ist aber im Gegensatz zur Logistik, geht es über den Betrieb hinaus. Gemeinsam haben aber natürlich beide, dass sie sich mit der Gestaltung von Objektflüssen entlang der Prozessstufen und der Lieferkette befassen und dass eben die Steigerung des Kundennutzens und die Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses im Fokus stehen. Aber Supply Chain Management hat eben eine unternehmensübergreifende Sicht auf alle Prozesse und verbindet verschiedene Bereiche der BWL, wie zum Beispiel Einkauf, Produktion, Distribution, Marketing miteinander. Und das hat auch verschiedene Aufgaben. Dazu gehört zum Beispiel das Customer Relationship Management. Da ist das Ziel, dass man sich eben an der Nachfrage des Kunden orientiert und eben die Kundenanforderungen erfüllt. Dann gibt es auch noch das Ziel, die Kosten zu senken und die Ressourcen zu optimieren und eben die Lieferkette anzupassen und weiterzuentwickeln. Man kann abschließend dann sagen, dass Supply Chain Management inzwischen sehr, sehr wichtig geworden ist und da die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen eben sich nicht nur auf die Produkte bezieht. Deshalb ist eben die gesamte Supply Chain wichtig und eben auch das entsprechende Supply Chain Management, weil Unternehmen mittlerweile im Wettbewerb mit ihren Supply Chains stehen. Also die Supply Chains der Unternehmen stehen im Wettbewerb miteinander, nicht mehr nur die einzelnen Produkte. Gut, guten Morgen zusammen. Ich versuche mal einem traditionellen Patriarchen zu erklären, was überhaupt das Supply Chain Management ist. Ich habe mir so überlegt, ich rede jetzt einfach mal mit dem Patriarchen, als ob er vor mir sitzt, und mal gucken, was dabei rauskommt. Also, lieber Patriarch, wir sind ja heute zusammengekommen, um eben über Supply Chain Management zu sprechen. Bevor wir dazu kommen, weil ich vermute mal, du wirst irgendwelche Definitionen absolut nicht verstehen, wollte ich dir mal hier im Hintergrund zeigen. Ich hatte vor 5 Minuten ein Zoom-Meeting mit deinem Konkurrenten, nämlich mit dem Patriarchen aus der Religion. Und was mir aufgefallen ist, er hat so eine richtig coole Krone, also hier über meinen Zeigefinger. Die Krone besteht aus Gold, aus Diamanten, aus irgendwelchen Zacken, aus irgendwelchen Metallen, was weiß ich. Dann habe ich diesen Patriarchen gefragt, okay, wie bist du zu dieser Krone gekommen? Ja, wie bist du überhaupt imstande, quasi das zu bezahlen und wie bist du imstande, so ein Ding zu kriegen? Und er hat mir erklärt, naja, zunächst müssen die ganzen Rohstoffe, die ganzen Einzelteile, die aus dieser Krone bestehen, irgendwie einmal zusammenkommen. Das nennt man eben Beschaffungslogistik. Das heißt, die Rohdiamanten kamen aus Afrika, das Metall aus Australien, die Zacken und die Spitzen irgendwo aus Asien und irgendwie ist das in seinem Reich, in seinem großen Reich in Deutschland irgendwie zusammengekommen. Naja, und dann gab es fleißige Mitarbeiter, die dieser religiöse Patriarch natürlich bezahlt und diese Mitarbeiter haben diese Krone zusammengebaut. Das erfolgte in der sogenannten Produktionslogistik. Das bedeutet, diese ganzen Einzelteile wurden zusammengeschweißt und die Mitarbeiter haben sehr geschwitzt dabei und naja, und dann ist diese super coole Krone eben zustande gekommen und dann musste ja diese Krone irgendwie in einen Laden gelangen, weil ne, so ein religiöser Patriarch, der geht ja nicht in die Produktion und holt sich das, sondern er schickt jemanden zumindest mal, aber in einen Laden, da wo es schön und sauber ist. Das nennt man Distributionslogistik. Das bedeutet, diese Krone ist irgendwie von der Produktionshalle in einen Laden gekommen. So, und dann stand in diesem Laden irgendein Dorfknabe und verkauft ganz, ganz viele Kronen. Und natürlich war das die teuerste Krone. Und der Gesandte von dem religiösen Patriarchen ist eben in diesen Laden gekommen und hat diese Krone gekauft. Das nennt man Absatzlogistik. Das bedeutet, diese Krone
kommt von der Distribution eben zum Patriarchen selbst, als Kunde sozusagen. Und jetzt hat der Patriarch mehrere Möglichkeiten nach 20, 30 Jahren Regierungszeit. Entweder er verkauft sie, entweder er verschreddert sie oder was weiß ich. Er kann sie aber auch recyceln und das nennt man Reverse Logistik. Das bedeutet, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man eben so einen Teil entwertet oder es irgendwie weitergibt. Ich hoffe, es konnte dir weiterhelfen. Vielen Dank. Also, stell dir einen simplen Bleistift vor, also einen, der aus Holz und einer Mine besteht, gekauft in einem normalen Geschäft für 70 Cent. Was wird wohl der Profit für das Unternehmen gewesen sein? 60 Cent, 50 Cent, 40 Cent? Alles falsch. Aber Holz und Mine kann doch nicht mehr als 10 Cent kosten. Warum kommt das Unternehmen also keinen Gewinn von 60 Cent? Ganz einfach. Die Produktionskosten sind nicht gleich der Materialkosten. Um herauszufinden, was es damit auf sich hat, überlegen wir mal, wie der Bleistift von der Produktion in unsere Hände gelangt. Zunächst wird Holz benötigt in Form eines Bleistiftes von einem Unternehmen, der dies herstellt. Diese müssen dann verpackt werden, die Verpackung muss zugeklebt werden, damit alles sicher ist und die Verpackungen am besten auf Paletten gebündelt werden, um leichter bewegt zu werden. Um die Paletten zu bewegen, benötigt es einen Stapler. Um den Stapler zu steuern, wird ein Staplerfahrer benötigt. Dieser transportiert die Paletten in einem LKW. Das heißt also wiederum, dass es ein LKW benötigt wird, ein LKW-Fahrer, Benzin und eine Versicherung. Gleiches gilt für die Mine. In der Bleistiftfirma, wo dieser zusammengesetzt wird, gibt es Produktionsmitarbeiter, Maschinen, Büromitarbeiter, Utensilien für die Büromitarbeiter, Putzkräfte, aber auch Toilettenpapier und Müllsäcke und so weiter. Man benötigt also Maschinen, die die Bleistifte zusammensetzen, erneut Kartons für das Verpacken, Paletten für das Bündeln, Staplerfahrer und Fahrzeuge zum Bewegen und einen LKW zum Transportieren mit Fahrer, Benzin und einer Versicherung. Das wird dann in ein Distributionszentrum transportiert. Das Zentrum benötigt wiederum einen LKW, einen Fahrer, Benzin, eine Versicherung und Energie, um alles in die Geschäfte zu transportieren. Die Geschäfte benötigen Mitarbeiter, um die LKWs zu entladen, die Verpackungen zu öffnen und die Bleistifte in die Regale zu räumen. Hinzu kommt, dass man ein Callcenter benötigt für die Kunden, die Fragen zu dem Bleistift haben. Also all diese Materialien wie Kartons, Mitarbeiter, Maschinen, Energie, Benzin und Fahrzeuge kosten Geld. Es existieren zudem noch die Mitarbeiter der Bleistiftfirma, die für die Finanzen sorgen, das Marketing, Human Resource und die IT. Alle kosten ebenfalls Geld. Alles muss interagieren, wenn die Materialien gekauft werden, Material gemacht wird, Material bewegt wird und Material verkauft wird. Wie kann sowas also reibungslos funktionieren? Am besten auch mit einem minimalen Aufwand und geringen Kosten. Das alles funktioniert mit dem Supply Chain Management. Diese geben Kunden die Sachen, die sie wollen, wann sie wollen und zu dem Preis, die sie bereit sind zu zahlen und trotz allem auch noch Profit für das Unternehmen auszuschlagen. Das alles schafft das Supply Chain Management.